Guten Tag, ich bin Produktmanager im Bereich Wärmetechnik der Firma Olsberg. Mein Name ist Siegfried Immöhl und möchte Ihnen heute hier in unserem Kundencenter unser Pelletgerät Arena vorstellen. Als erstes werden wir jetzt das Gerät erst einmal befüllen. Das machen wir mit Pellets der Firma Vulcano. Pellets, die hier so ein bisschen daneben gefallen sind, sollte man entfernen. Hier sehen wir auch gleich einen Sicherheitsschalter, der überwacht, ob der Pelletdeckel geschlossen ist, denn es handelt sich hier um ein raumluftunabhängiges Gerät mit einer Zertifizierung vom DEBT für gemeinsamen Betrieb mit einer Lüftungsanlage. Ich stelle Ihnen jetzt mal einen Teil der Technik vor, auch gewisse Vorteile, die wir mit unseren Pelletgeräten haben, die andere nicht haben. Das ist zum Beispiel eine Drucküberwachung vor und hinter dem Brennertopf, wodurch dann die Drehzahl des Abgasventilators sich automatisch an den Schornstein anpasst. Des Weiteren kann unsere Regelungstechnik alle regelungstechnischen Dinge wie jede moderne Heiztechnik im Keller, sprich die Raumtemperaturregelung der Heizleistung, Nachtabsenkung, Frostschutz, alle diese Dinge können wir hier über dieses Bedienelement auch einstellen. Starten tun wir das Gerät, indem wir hier auf das Flammsymbol drücken, mindestens 2 Sekunden. Man sieht, hier wird immer über das kleine Icon über die Diode auch gezeigt, ob der Befehl angenommen wurde oder nicht. Wir hören, der Ventilator läuft an und nach circa 5-6 Minuten sollte dann die erste Flamme zu sehen sein. Wir sehen jetzt, wie nach 5-6 Minuten das Zündelement die ersten Pellet in Gang gesetzt hat. Das ist auch ein großer Vorteil von einem Pellet-Kaminofen. Die Heizleistung kann ich einstellen, einmal im Heizbetrieb manuell von 1 bis 5. Das heißt, wenn ich eine Heizleistung 3 einstelle, dann wird die Raumtemperatur nicht berücksichtigt. Das Gerät heizt dann in Heizleistung 3 immer durch. Kann aber auch auf manuell gehen. Ich zeige das mal gerade, wie man in diesem Menü Betriebsart auf Automatik geht, mit Enter bestätigen. Und schon bin ich im Heizbetrieb Automatik, wo ich dann entsprechend hier meine gewünschte Raumtemperatur einstellen kann.